Vergrößern, verkleinern. MotoGP-Weltmeister Marc Marquez gewann den Großen Preis von Frankreich. Urheberrecht Getty Image. Steilen Beat Terne Mail. Kommentare Hattrick. Perfekt. MotoGP-Pilot Marc Marquez feiert in Le Mans seinen dritten Sieg in Folge. Sein Vorsprung in der WM wächst. Valentino Rossi springt aufs Podest. MotoGP-Weltmeister Marc Marquez, 25, hat beim Großen Preis von Frankreich seinen dritten Sieg in Folge gefeiert und die Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Der Honda-Pilot gewann den fünften WM-Lauf in Le Mans vor Danilo Petrucci, Ducati und Superstar Valentino Rossi, beide Italien, Yamaha. Marquez fuhr souverän zum Sieg, profitierte aber wie schon vor zwei Wochen in Jerez auch von Stürzen einiger Konkurrenten. Dovizioso stürzt in Führung liegend, so leistete sich der italienische Vize-Weltmeister Andrea Dovizioso, Ducati, in Führung liegend einen Fahrfehler. Nur drei Runden später unterlief Lokalmatador Johann Zarco, Yamaha, ein ganz ähnliches Missgeschick. Der französische Polesetter hatte zu diesem Zeitpunkt auf Rang 2 gelegen, Marquez setzte sich erst später an die Spitze. Auch zuletzt in Jerez war Dovizioso gestürzt und konnte Marquez nicht gefährden. Direkt hinter dem Weltmeister war es dabei zum Zusammenstoß mit den Spaniern Jorge Lorenzo, Ducati, und Dani Pedrosa, Honda, gekommen, alle drei schieden aus. Der sechsmalige Motorrad-Weltmeister Marquez hat nach 5 von 19 Stationen nun 95 Punkte auf dem Konto. Dahinter folgen mit großem Abstand Maverick Vinales, Spanien, Yamaha, 59, und Zarco, 58. Teilen wie Terne Mail-Kommentare.